Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr werdet mich heute nicht sehen, denn ich zeige euch das Kinderzimmer von meiner achtjährigen Tochter Leona. Und ich würde sagen, fangen wir an und ganz viel Spaß beim Video. Ich mache mal die Tür für euch auf. So ist der Blick, wenn man ins Zimmer reinkommt. Sie hat hier oben im Spitzboden ihr Kinderzimmer, hat ihre Ruhe vor uns und vor ihren Geschwisterchen noch. Ich bin ja aktuell mit dem vierten Kind schwanger. Und ich zeige jetzt einfach mal hier so einen Rundumblick. Ich würde sagen, wir starten einfach hinter der Tür. Ein Fenster haben wir nachträglich eingebaut, damit Leone einfach mehr Tageslicht hat. Das war uns hier vorher zu dunkel. Zudem haben wir den Spitzboden aufgemacht. Normalerweise war hier eine Deckenhöhe von 2,70 Meter. Und hier ist auch noch nicht alles fertig. Die ganzen Balken werden noch mit Holz verkastelt. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, alles aufzumachen, damit man eine schöne Raumhöhe hat. Kommen wir hier links in die Ecke. Man sieht schon die farbige Wand. Leone hatte sich Pastellfarben gewünscht in Streifen. Deswegen hier diese Farben finde ich ganz niedlich. In dem Pink ist auch noch Glitzer mit drin. Das sieht man immer ganz schön, wenn die Sonne reinscheint. Und ich finde, das macht auf jeden Fall was her. War auch nicht so einfach zu streichen. Wir haben hier einmal zwei Kisten von IKEA. Das sind diese Truhen. Finde ich super praktisch, um Spielzeug zu verstauen. Da passt einiges rein. Dann steht ihr hier Fernseher. Ja, sie hat einen Fernseher, aber sie darf nur gucken, wenn sie fragt. Und dann auch nicht jeden Tag, sondern mal am Wochenende oder zwischendurch. Wenn Freunde zu Besuch kommen, bleibt der komplett aus. Aber als Kind hatte ich auch einen eigenen Fernseher und ich fand das immer ganz toll. Ich gehe auch gerne hier so ein bisschen auf die Deko ein und auf das Spielzeug von unserer Tochter. Hier haben wir den Eiffelturm stehen. Den hat sie zu Weihnachten bekommen. Und ihre selbstgemachte Glücksfigur, das soll ein Schweinchen sein, hat sie in der Schule, glaube ich, mal gemacht aus Salzteig. Und ihr werdet merken in dem Video, unsere Tochter ist immer sehr kreativ. Das Schöne ist, der Eiffelturm leuchtet auch im Dunkeln, den kann man anmachen. Dann liebt sie Mario und hat hier so einige Lampen davon, die man anmachen kann, die dann leuchten. Hier steht der Tod, Pac-Man, das hat der Papa sich eher ausgesucht. Und der Mario, der, die macht sie immer gerne an, abends, wenn es schon dunkel ist. Dann hat sie hier so ein Licht, was man in verschiedenen Farben anmachen kann, wenn sie Unterwasserwelten spielen. Wird das zum Beispiel blau gemacht. Dann liegt hier ihre Nintendo Switch, womit sie spielen darf. Wir können auch gerne mal in die Schubladen reingucken. Hier sind Schleichsachen, das Schleichschloss, Barbie-Sachen und auch aus meiner Kindheit noch ganz alte, nennt man die, Polly Pocket-Spielfiguren. Ich glaube, manche von euch werden die Sachen wiedererkennen, die in meinem Jahrgang sind. Ich wurde 1991 geboren. Schaut euch das mal an, das ist so cool. Mit Magneten kann man hier so durch die Landschaft ziehen mit diesen kleinen Polly Pocket-Figuren. Ehrlich gesagt spielt sie nicht ganz so oft damit, ab und zu mal. Dann haben wir hier so einen Aufräumsack. Wenn sie Lego spielt oder irgendwas, kommt er hier mitten ins Zimmer. Darunter sind noch Schleichtiere und diese kleinen niedlichen Hasen. Ich komme gerade nicht drauf, wie sie heißen. Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Und sie liebt Elfen, Einhörner, diese ganzen Fabelwesen, deswegen liegen die hier. Dann malt Leona immer ganz viel und klebt ihre ganzen Möbel voll. Hier sind die ganzen Gesellschaftsspiele und auch noch ein altes Polly Pocket aus meiner Kindheit. Das ist die Hochzeit. Besonders gerne mag sie Kakerlakak, auch das Künstleratelier und ganz wichtig Zauberkoffer. Sie liebt es, Zaubershows zu machen. Natürlich darf Malen nach Zahlen nicht fehlen. Einige Puzzles, dann hat sie hier so ein Lernspielzeug. Dann gehen wir weiter, dann haben wir hier einen Sitzsack. Der ist mir leider etwas zu klein ausgefallen beim Kauf. Wir werden noch so einen Sack dazu kaufen oder eventuell hier so ein kleines Sofa hinstellen oder zwei Hocker. Dann haben wir von IKEA dieses Aufbewahrungssystem mit den Kisten, super praktisch für Lego, um das zu sortieren. Hier oben hat sie schon ihre kleine Lego-Welt aufgebaut. Hier sind ihre ganzen Harry Potter-Sachen drin, auch der Zug von Hogwarts, der ist nämlich aufgebaut. Hier die Kutsche, die hat sie mal angefangen. Lego Friends, da steht sie total drauf und hier ist
Ihr Flugzeug von Lego. Also Lego ist eine große Leidenschaft und da haben wir auch eine Kiste nur mit den ganzen Anleitungen, damit sie auch wieder alles nochmal neu bauen kann. Auf der anderen Seite von der Wand haben wir zwei Expeditregale stehen. Hier oben sind einmal ihre Bücher drin. Unsere Tochter geht in die zweite Klasse und liebt Tiere, Weltraum. Sie beschäftigt sich auch viel mit dem Thema Umwelt, Schoko, Kleidung, Papier und Co. Wie sowas alles entsteht. Das ist jetzt das neueste Buch, was sie von Alex bekommen hat, mit der kleinen Maus. Das hier ist auch ein tolles Buch. Das ist mein Zuhause. Dann haben wir hier eine Kiste. Da sind die My Little Pony Figuren. Sie liebt immer noch My Little Pony. Aus dem Alter ist sie noch nicht raus. Sie möchte auch eine My Little Pony Geburtstagsparty dieses Jahr haben und ein paar Barbies. Hier sind noch weitere Gesellschaftsspiele, die ihren Platz gefunden haben. Ein Zauberkoffer, Spiel des Lebens. Ganz wichtig ist Schach. Sie liebt Schach. Sie hat auch Schach in der Schule. Dann Kristalle machen, hier wieder Planeten zum Puzzeln. Botanischer Garten, ein bisschen Playmobil, ein paar Puzzle. So die Spielklassiker, Maulwurf, das verrückte Labyrinth, die kennen wir alle schon aus unserer Kindheit, glaube ich. Ja, und wer ist, das ist auch ganz beliebt, deswegen in zwei verschiedenen Ausführungen. Dann hat sie hier ihre Sammlung hingestellt, das sind die Schneekugeln. Ja, sie hat gesagt, sie sammelt jetzt Schneekugeln, dann darf sie das auch gerne machen. Die sind von diesem Weihnachten. Ganz wichtig, ihr Autogramm von Vincent Weiss, wo wir auf dem Konzert waren. Dann haben wir hier private, persönliche Bilder stehen. Leona mit ihrem Freund, der Nachbarsjunge, der jetzt leider nicht mehr da ist. Und zum Abschied hat er dieses Bild geschenkt, richtig süß. Gebastelte Geschenk auch noch von ihm rum. Ich glaube, sie vermisst ihn sehr. Dann aus dem alten Haus schon ihr Namensschild mit dem Einhorn. Dann haben wir mal zusammen so eine Lampe hier gebastelt, so ein Licht. Spirit mag sie auch aktuell sehr gerne und ihre Lampe. Hier unten ist ihre Elfentür. Das fand sie auch ganz wichtig, dass die mitkommen, damit abends, nachts, wenn sie schläft, die Elfen mit ins Zimmer kommen können. Dann könnt ihr hier schon die Treppe sehen, da geht es gleich hoch zu ihrem Bett. Das machen wir zum Schluss. Aktuell ist Fasching, deswegen hat sie hier so einen Clown gemalt und so eine Kette gebastelt, um ihr Zimmer zu schmücken. Hier steht ihr Pferdestall aus Holz mit ihren Pferden drin. Spielt sie sehr, sehr gerne mit, auch mit ihren Freundinnen. Und die Raupe Nimmersatz, die sie gebastelt hat. Im Raum haben wir diesen wunderschönen großen Teppich liegen. Das ist ein Spielteppich. Aber ich fand ihn überhaupt nicht kitschig, sondern total angemessen auch für das Alter. Jetzt kommen wir zu dem Highlight von dem Zimmer. Ich glaube, das ist der 4,60 Meter lange Schreibtisch, den Alex für Leona gebaut hat, weil sie eben so kreativ ist. Und ich muss sagen, wir bereuen diese Entscheidung nicht. Ich habe vorher nicht für euch aufgeräumt. Sie hält wirklich Ordnung. Klar ist viel draufgestellt, aber es braucht sie halt auch alles, um kreativ zu werden. Ich fange jetzt mal hier links an. Hier ist so ihre Kreativ-Mal-Bastel-Ecke. Hier hängt noch ihr altes Schild, das wollte sie nochmal umändern. Hier haben wir so eine kleine Staffelei, da ist auch schon ein Bild gemalt worden. Hier hinten liegen noch Acrylfarben drin. Da hat sie hier so verschiedene Kisten mit Glitzersteinen, Perlen, Fädeln, Wolle. Ich muss selber reingucken. Leona hat sich alles so zusammengelegt. Noch mehr Glitzersteine, Fäden, Garn, dann ihr Heißklebestift. Hier sind ihre Profi-Malstifte drin. Schon so ein Malen nach Zahlenbild, was sie mal fertiggestellt hat. Hier sind so Klebestifte, Scheren drin. Noch mehr Bastelzeug. Das kaufen wir immer im Action. Dann hat sie diesen Koffer hier bekommen. Der ist tatsächlich vom Aldi und der ist so, so gut. Leona findet das ganz toll. Gerade die ganzen Acrylfarben. Noch mehr Malstifte. Also richtig toller Koffer. Der liegt jetzt hier immer und wird jeden Tag wirklich benutzt. Dann haben wir drei Stühle hier im Zimmer, damit die Geschwister hier auch malen und basteln können oder kneten oder mit den Freundinnen. Da sind ein paar Bilder aus dem Kindergarten und Bastelsachen, die sie nicht wegtun möchte. Kommen wir zu den Schubladen, das ist auch vielleicht ganz interessant. Wir haben hier einmal ganz viele Pinsel, ein Spachtel zum Malen, damit kann man ganz tolle Kunstwerke machen. Ganz viel Wasserfarbe, die ist immer, hier noch so eine Staffelei. Und nochmal Acrylfarbe, also das mag sie am liebsten. Dann haben wir hier ganz viel Tonpapier, Toilettenpapierrollen, das bewahrt sie sich auch immer auf zum Basteln, findet sie ganz toll.
die Leona schmeißt wirklich nichts weg und bastelt aus allem irgendwas. Sie hat einen Tacker von Papa geschenkt bekommen, da ist sie ganz stolz drauf, dass sie jetzt tackern kann. Hier hat sie so ein Einhorn-Ausmalbuch, Kratzbilder, Krepppapier. Dann hat sie hier ihre Stempelkissen aus Stanzer. Hier sind noch ein paar Acrylfarbstifte. Und sie will jetzt töpfern lernen, deswegen ist hier Ton. Und hier unten sind noch so Bastelsets, die sie noch gar nicht angefangen hat. Kann man so Tiere basteln. Window Color, kennt wahrscheinlich jeder. Dann haben wir dieses wunderschöne Fenster. Hier hängen aktuell diese Stoffe. Das sind Beutel von den Kinderbüchern. Aber sie möchte die gerne benutzen zum Nähen, das kaputt schneiden und was Neues draus basteln. Ich sag ja, die Leona schmeißt nichts weg und ist mega kreativ. Dann ihr Lieblingsbild, was sie mal in der Kunstschule gemalt hat, das Einhorn. Dann musste auch das Einhorn mitziehen, was sie mit ihrer Freundin mal gebastelt hat. Wie gesagt, ich habe vorher nicht aufgeräumt. Deswegen liegen hier noch Blankoblätter, ihre Uhr, ein Zauberstab. Dann hat sie hier ihr ganzes Nähzeug drin. Dann noch so ein paar Sachen, die wir aufhängen müssen. Ihr Flügelpferd, ihr Pegasus, was sie gebaut hat. Und das darf man auch mal zeigen. Das hat sie alles selbst gemacht. Das ist getöpfert. Nee, eine Keramikwerkstatt. Hier die Schüssel hat sie selber gemacht. Das muss alles hier stehen bleiben. Dann haben wir hier ihr Mikroskop, eine Lampe, ihr Globus. Der ist von Papa aus der Kindheit. Und sie sammelt total gerne Steine. Deswegen liegen die hier so offen rum. Dann haben wir unten noch ihren alten Tornister stehen. Die braucht sie gar nicht mehr. Ich werde den wahrscheinlich dann verkaufen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Also hier sind dann wirklich so ihre ganzen Lernsachen. Ihre Tagebücher, Zaubersprüche, ihre ganzen Zeitschriften zum Lesen. Dann ist hier eine Kiste, fragt mich nicht. Okay, es sieht aus wie eine Geheimschachtel. Das werde ich mal hier drin lassen. Und hier unten ist noch ihre Spardose, ein bisschen Elektrokram. Das ist so das Wichtigste, glaube ich, für sie in diesem Zimmer. Jetzt gehen wir mal nach oben, die Treppe hoch. Nehme ich euch mal mit. Ich liebe diesen Ausblick. Es ist sehr, sehr hoch, aber Leona liebt es. Natürlich ist ihr Bett nicht gemacht. Ich war, wie gesagt, vorher nicht oben. Diese Treppe werden wir noch weiß lackieren. Und wie gesagt, das wird noch alles hübsch gemacht. Und hier oben ist ihr Schlafbereich. Hat sie hier einen Delfin selber genäht. Schaut mal, wie schön sie das macht, oder? Das Auge hat sie, glaube ich, jetzt schon dreimal wieder festgenäht. Dann hat sie hier immer ihre ganzen Kuscheltiere an der Seite stehen. Sorry, das Bett ist, wie gesagt, nicht gemacht. Ich gehe mal einmal nach hinten durch. Ja, hier habe ich so ein kleines Expeditregal hingestellt mit ihren ganzen CDs. Ihr CD-Player, ihre Uhr lädt auch hier immer. Dann noch ein paar Bücher, die sie aktuell sehr gerne liest. Gestern Abend hat sie Spirit gehört. Und was sie aktuell auch total gerne mag, sind diese Erzählwürfel. Ich weiß nicht wieso, aber hier hängt ihr Kuschelschal. Was passiert im Krankenhaus, hat sie gestern Abend gelesen. Und ihre Monster-Spray-Flasche, die gibt es natürlich immer noch. Etwas zu trinken. Und so sieht das dann aus, wenn sie hier liegt. Ich würde sagen, eine schöne, kuschelige Ecke hier oben. Zum Sommer gibt es hier noch eine Klimaanlage, das fragen auch immer viele. Ja, meine Lieben, das war das Video. Ich hoffe, die Roomtour von unserer Leona hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen oben da, wenn euch das Zimmer gefällt. Und dann würde ich sagen, bis schon bald. Tschüss!